Hallo zusammen, mein Name ist Alex, bei mir dreht sich alles um Modell Landschaftsbau. Heute geht es um Sträucher, Büsche, erster Teil. Und es ist mir wichtig, beim ersten Teil machen wir alles aus einfachen Materialien ohne Begrasungsgerät. Wirklich ohne Begrasungsgerät. Also, und ich wollte noch sagen, ich danke euch vielmals für alle, die mich bis jetzt unterstützt haben und die mich abonniert haben. Und die mich noch nicht abonniert haben, wäre super, wenn ihr mich jetzt abonnieren würdet, dann verpasst ihr sicher nichts mehr. Okay, legen wir los. Okay, das Grundmaterial ist Sisalschnur. Das ist das Grundgerüst, das stellen wir jetzt her. Zum Beispiel einen kleinen Busch, dann messen wir hier ungefähr 4 cm ab, schneiden das, trennen das auseinander, dann haben wir 2 Stück, dann nehmen wir die Hälfte vielleicht, kann man das gut wegziehen, so, dann braucht ihr Draht. Schneidet ihr einfach ein Stück ab. So. Und dann wichtig ist, dass ihr das in der Mitte fixiert und dann einfach spannt. Zusammendreht. So. Dann dreht ihr das richtig zusammen, weil das braucht ihr nachher, um das zu versenken im Styrodur. Und dann könnt ihr das hier einfach so zupfen, wie ihr wollt. Dann sieht das so aus. Und dann ist wichtig, besprayen wir das mit einem matten Acrylspray und dann sieht das dann so aus, wenn ihr das mit dem Acrylspray gemacht habt. Und jetzt ist eben gut, weil hier durch den Acrylspray wird das ein bisschen dicker oder fester. Könnt ihr einfach mit der Schere hier so ein bisschen, wie ihr wollt, den Busch zurechtschneiden. Ihr könnt auch noch hier zupfen und so weiter. Das ist das Grundgerüst. Nun haben wir 2 Möglichkeiten. Entweder wir können den Rohling einfach mit Laub oder mit sonstigen Sachen begrünen. Oder wir können den Busch noch ein bisschen verfeinern. Und zwar mit dem Polyfiber, also den oder Filterwatte, den wir mit Acrylspray auch eingefärbt haben. Ich verlinke euch das noch in der Infocard oben, wie das Herstellen von dem geht. Dann zupft ihr einfach von dem Polyfiber ganz feine Stücke ab, zieht das richtig auseinander, ganz fein, wirklich extrem fein und legt das über den Busch. Extrem fein, dass denn das so richtig. So, hier noch eine Ecke. So, okay, dann gehen wir zum nächsten Schritt und belauben das. Okay, bei diesem Busch hier nehmen wir wollen ja, dass es ein bisschen stärker ist, dann nehmen wir einfach Leimspray jetzt für diesen, gut einsprayen. Und hier nehme ich eine Blättermischung. Streuen wir das hier ein. Vielleicht nochmal eine Schicht. Thank you.
Okay. Also für diesen feinen Teil nehmen wir jetzt ein Haarspray, weil der verklebt weniger, wenn wir etwas Feines machen, weil das sonst verpappt das zu stark. Dann nehme ich ganz feine Blätter. Streue das ganz fein hinein. Mach mal ein bisschen Haarlack. Ganz fein hineinstreuen. Gut abklopfen. Nochmal ein bisschen Haarspray zum Fixieren. Okay, nun sieht das so aus. So, nun sehen die Büsche so aus. Also ich will ja, dass man, dass die feinen Äste man noch durchsieht. Das hier ist mit dem Leim gemacht und das ist mit dem Haarspray gemacht, einfach, dass ihr den Unterschied seht. Und jetzt machen wir noch was ganz Spezielles. Ich habe hier mal gemacht, so Ranken, die man eigentlich so, wie Seerosen oder so am Anfang oder am Ufer vom Weiher sehen kann. Ich will euch nicht die Details sagen, einfach nur die Vorgehensweise. Da nehmt ihr auch Polyfiber. Das zieht ihr extrem weit auseinander. Richtig weit auseinander. Und dann nehmt ihr grüne Blätter, auch mit Haarspray einsprayen, ganz fein einstreuen und dann trocknen lassen und dann ganz feine, feine weiße Blüten einstreuen. Und dann habt ihr dieses Ergebnis. Gut, jetzt haben wir ganz viele verschiedene Büsche, habe ich hier gemacht. Mit feinen, mit groben Blättern und hier auch ein Busch, der mit ganz, ganz feinen Blättern und so gemacht wird. Und hier habe ich auch noch, ich drehe das mal rum, hier habe ich auch noch einen gemacht, der so kleine Früchte dran hat oder so. Da kann man so viele verschiedene Sachen machen. Das ist ohne Begrasungsgerät. So, nun hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Beim zweiten Teil vom Büsche-Sträucher zeige ich euch das mit dem Elektrostarten. Aber ihr habt gesehen, wie einfach das ist, mit einfachen Mitteln Büsche und Sträucher herzustellen. Okay, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar schreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!